No. Oh. Da ist eine neue Folge. Ich wollte sagen South Park. Nein, Stardew Valley. Ja. Im Multiplayer in der Beta-Version zusammen mit The War Drug. Und ich hatte schon welche. Gibst du mir eine Spitzhacke? Moment, ich lege sie dir hier oben in die grüne Kiste rein. Warum? Ich weiß es nicht. Weil ich es kann. Oh, unsere erste uralte Frucht. Was wollte ich jetzt machen? Achso, irgendwie gehen. Uralte Frucht. Ist ja auch nur eine Kupferspitzhacke. Mhm. Ja, weiter habe ich noch nicht. Aber wir haben fast... Siehst du, er hat uns doch nicht die 10.000 gleich gegeben. Sonst hätten wir jetzt nämlich genug Geld, um die zu upgraden. Ja. Ja, ja, ja. Wobei ich eigentlich fast lieber meine Gießkanne upgraden möchte, aber das kann ich erst mal, wenn es nächstes Mal regnet. Es ist Sommer, wir haben noch eine ganze Herbstzeit, um die abzuwählen. Ja, du musst ja nicht gießen. Nein, ich meine die Spitzhacke. Ach so. Warum haben wir noch die ganze Herbstzeit? Wir haben auch die ganze Spielzeit. Naja, im Winter hätte ich schon gerne ordentliche Spitzhacke. Ja, dann gehen wir deine upgraden erstmal auf Kupfer. Beide langsam hochbekommen. Geh mal morgen deine Spitzhacke upgraden. Haben wir so viel Kupfer? Ja, easy. Wie meiner gerade vibriert hat, weil du irgendwas gemacht hast. Ja, irgendwie ist das die Feedbacks noch zwischendurch mal ein bisschen komisch. Ja, wir sind weit genug aneinander entfernt, das ist ja kein Problem. Oh, ich habe übrigens eine Mod gesehen. Multiplayer-Mod. Oder Multiplayer-fähige Mod, so. Für erweiterten Farming Space. Der nicht komplett die Farm verändert, sondern nur halt eine zusätzliche Farm-Area sozusagen erstellt. Das ist gut. Das könnten wir dann beide nutzen. Dann hätten wir links raus aus unserer Farm, kämen wir dann einfach zu einer weiteren Karte, wo einfach nur Farm-Space ist. Da kannst du dann sogar Hütten bauen oder sowas, also hier Tierhütten oder sowas. Oder du könntest dann dahin umziehen. Dann hättest du deine eigene Farm sozusagen. Ja, yeah, das hört sich gut an. Und dann würde es sich lohnen, auch so einen zweiten Verkaufsbehälter zu haben. Weißt du, dann könntest du dich zum Beispiel um, keine Ahnung, sowas wie Wein kümmern. Ja, das mache ich ja sowieso meistens. Ja, eben, du bist dann unser Weinkälterer. Riecht da auch ein eigenes Gewächshaus? Nee, das leider nicht. Ich brauche nämlich eigentlich für Wein brauche ich nur das Gewächshaus. Weiß nicht, ob du das Gewächshaus brauchst. Ja. Was willst du da machen? Ich möchte da ein ganzes Jahr über die seltenen Saaten vermehren. Na, ich will halt, Ancient Fruits, okay, ja. Das anpflanzen. Wir können ja halbe machen. Ja. Eventuell geht das sogar, dass man, was wollte ich heute machen? Achso, weiß ich nicht. Was zur? Warum? Weil ich die Musik mache. Firewalker Boots. Ich will Firewalker Boots. Ich komme auch zu dir. Kannst du abholen, ja. I'm a Firewalker Lonely Road. Inaktiv seit 1 Stunde 50. Möchte ich Kniebeuge machen? Nein, danke, Uhr. Ich möchte keine Kniebeuge machen. Eigentlich, wenn ich so recht überlege, nein. Abgelasert. Ah, Void Essence. Nice. Oh, ich hätte das Zeug dahin bringen können. Naja, egal. Keine Kniebeuge? Oh, ja. Ja, ich müsste dann 5 Kniebeuge machen oder so zwischendurch. Jetzt kommt man nämlich an Gold ran. Manchmal mache ich das. Oh, ist das Iridium da unten? Nee, das ist nur ein Aquamarin. Oh. Ich kann übrigens nichts machen. Ich habe nämlich keine Spitzhacke dabei. Warum hast du meine mitgenommen? Soweit habe ich nicht gedacht. Ich will mir nur die Firewalker Boots holen. These Firewalker Boots are made for walking. Ja, ah ja, jetzt gibt's ja wieder. In der Freiebene gibt's ja wieder diese Steine, die grauen Steine. Die gibt's auch in den anderen Ebenen, du musst sie nur finden. So, auf der 70 gab's die Dings, die will ich nicht. Eigentlich müsstest du die ganzen Erze hier abbauen. Kristalldolch. Jetzt kann ich die ganzen Sachen hier auch nochmal bekommen und dann verkaufen. Der 55 ist nichts. Warum müsste ich die Erze abbauen? Achso, weil ich plus 1 kriege. Ja. Ja. Tundra-Stiefel. Auf der 40 gibt es bestimmt die... Also zumindest kriegen wir jetzt genug Gold zusammen.
Ja. Auf der 30 gab es noch gar nichts. Auf der 40. Das ist bestimmt die Dings gewesen, oder? Nee. Das war zumindest nicht die. Das war die Schleuder, ja. Ich hab's befürchtet. Die andere war die Superschleuder. Ja, ja, aber es war die Schleuder. Ah, und die Kiste hatte ich auch noch nicht. Stahlkurzschwert. Irgendwie funktioniert das mit dem Knockback der Gegner nicht wirklich. Im Multiplayer. Dafür kann ich nichts. Oder und das Schwert hat einfach kein Knockback, das kann natürlich auch sein. Das kann auch sein. So, 3-3. Jetzt habe ich bessere, die Feuerwanderstiefel. Zwei Glowrings wieder gefunden, na Mensch. Glowringse. Glowring, Glowring. Oh, das habt ihr jetzt alle nicht gesehen, aber ich cheate jetzt kurz. Und noch Eisenbahn. Und dann kann ich nämlich die Schleuder wegschmeißen. Ich habe die Schleuder weggeschmissen. Das ist praktisch. Ja. Ich weiß gar nicht, nutzt du überhaupt irgendwie. Warum war ich gerade. Ah, wahrscheinlich, weil ich cheate. Was? So. Was warst du gerade? Ich habe gerade geblinkt, als ob ich gebufft war. Warst du kurz gebufft? Debuff hatte ich, glaube ich. Ja. Dann war ich auch gerade. Ich habe mich gerade mitgedebufft. Warum auch immer. Geld! Was kriege ich denn eigentlich? Rubin, Aquamarin, Jade, blablabla. Oh Gott, ich bin fast. Ich gehe fast drauf. Knochenschwert. Und noch ein Schwert. Irgendwas zum. Die Glowrin schmeiß ich mal weg. Das Knochenschwert ist eigentlich ziemlich cool, aber ich kauf's trotzdem nicht. Ich hab drei weiße Algen. Ich hätte dann gerne wieder das Obsidian Edge, weil das Obsidian Edge ist ziemlich cool. Prähistorischer Schädel. Definitiv ein Säugetierschädel. Obsidian Edge gibt's doch eine Mine, oder? Ja. Die Obsidian. Kommt eine Ebene noch. Das schaffst du! Können wir das schaffen? Ich hoffe mal, dass die hier ist irgendwo. Schon. Kann Badrak das schaffen? Yo, er schaffe das! Das Problem ist, ich bin halt auch halb tot schon. Na, du musst es anders sehen, du bist noch halb lebendig. Nein, ich bin halb tot. Sieh es anders, du bist noch halb lebendig. Ich freue mich schon auf den Winter. Oh Gott, was der Schaden! Ich freue mich schon auf den Winter, wenn unsere neue Sammlung losgeht. Neue Sammlung? Ja, es gibt eine neue Sammlung, die man im ersten Winter starten kann. Und die ist ziemlich cool. Ich mach die. Ich bin tot! Lauf, Murphy, lauf! Hast du nichts zu essen dabei? Hab ich schon gegessen. Alles? Ja. Du solltest dir mehr zu essen mitnehmen. Na gut, dann machen wir das halt mit dir. Das ist nicht so gefährlich, aber ich habe ordentlich abgesaunt. Ja, du warst auf 79, das ist schade. Moment, heißt das, du kannst jetzt auch wieder runtergehen an dem heutigen Tag, wenn du jetzt draußen was zu essen hast? Das weiß ich nicht. Du kannst gucken, ob du hingehen kannst, aber. Ja, ich hab aber auch nichts zu essen dabei. Du bist doch nicht halb tot. Das stimmt. Also, ich bin quasi ganz tot schon. Warte mal, ich hau dich noch kurz um. So. Der Sensenmann. Der Svensenmann. Oh. Hat er nicht gebracht, der Zeug. Hat er nicht gesagt, aber das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, okay, übrigens, wenn du zu Besuch kommst, weil mir fällt es jetzt gerade ein. Für alle Leute, die nicht im Stream dabei sind, ihr dürft euch trotzdem gerne angesprochen fühlen, die Leute auf YouTube, wenn ihr denn mal hier seid. Suki, wenn du mal Marfi besuchen kommst, dann können wir zusammen Pokémonopoly spielen. Ja. Fällt mir gerade so ein, weil ich das am Wochenende wohl spielen werde und so weiter und so fort. Ich nicht. Du nicht. Du bist ja nicht da. Richtig. Ich bin hier, du bist nicht hier. Schnabeltier. Ja, ich hatte tatsächlich überlegt, für Deponia würde sich das vom Humble Bundle verlohnen. Ja. Aber, ja, ich bräuchte nur einen Dollar zahlen, dann hätte ich die wenigstens komplett. Aber es ist nicht, Deponia Doomsday ist nicht dabei. Doomsday ist nicht dabei? Nee. Aber das ist schade. Weil das nicht in die ursprüngliche Reihe ging. Journey of a Roach ist auch nicht dabei. Ja, das zeige ich auch nicht. Was ich habe, ist sowas wie New Beginning. Journey of a Roach ist schön, das dauert aber nicht lange im Spiel, bis zu 3 Stunden durch oder sowas. Ja. A New Beginning ist super langwierig und ich komme an der einen Stelle nicht weiter. Ich müsste mal wieder spielen. Point and Click Adventure, anyone? Sagt mal ja oder nein. Schreibt's in die Kommentare, Leute.
würde euch mal eine Click Adventure interessieren, weil dann würde ich das vielleicht sogar nochmal neu anfangen. Oder sag ja, hey, sowas musst du im Stream spielen, wenn du so sowas spielen willst. Hab ich die nachgefüllt? Warum seht ihr nicht? Echt nicht mit? Pokémon Monopoly, ja, Pokémon Monopoly, Kanto Edition. Ja. Habe ich bei mir im Regal liegen. Ich auch. Warum hast du das eigentlich? Das hast du mal geschenkt bekommen, ne? Ja. Ah, ich hab's mir selbst gekauft. Mir hat sowas keiner geschenkt. Schnüff. Keiner mag mich. Und keiner mag mich wirklich, wenn du denkst. So, wenn ich jetzt nicht Mining auch hochkriege oder Kämpfen hochkriege nach der Aktion heute. Dann bist du voll umsonst fast gestorben. Ja. Also ich hab noch... 12? Ja, 2 HP noch. 12 Lebenspunkte, ne? 1230. Ja, Monopoly, genau. Genau diese freudige Reaktion habe ich erwartet. Hey, du hast einen Schädel gefunden. Ja, den haben wir schon. Oh. Sense, kommst du her? Sag mal, aber Sense. Achso, willst du deine Spitzhacke wieder haben? Ja, halt sie erstmal. Okay. Ich habe meine in die Kiste reingeschmissen. Wir sollten das Zeug nicht überall verteilen. Wir sollten uns eine Kiste für Werkzeug machen. Noch was? Ja, Combat Up wenigstens was. Und Mining Up. So ein bisschen Geld. Aber das bisschen dafür. Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Irgendwie so ging das. Was sagt meine, Die Königin der Soßen. Wiederholung. Displease today, dann gehe ich heute nicht mehr. Du weißt bereits, wie man Gemüsepfanne macht. Oder? Ja. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Lasst uns klar und sonnig sein. Ja, ich gehe doch in die Mine. Einfach um das nicht mehr hören zu müssen. Ja, ich bin weg hier. Außerdem will ich die Minenkarten freischalten. Oh ja, bitte. Ja, du kannst mal Gold oben ansetzen. Ja, mache ich. Damit wir das fertig haben. Was haben wir denn noch? Was brauchen wir denn noch? Boiler Room. Das kriegen wir hin. Was brauchen wir noch? Das Adventures Bundle haben wir auch voll. Geolabis Bundle. Hast du das Zeug alles da? Warte mal, ich guck mal ganz schnell. Earth Crystal? Vielleicht haben wir noch. Wir haben den Erdkristall, wir haben eine Träne, wir haben Quarz, wir brauchen nur noch Feuerquarz. Okay, wir brauchen nur noch Feuerquarz und haben wir alle Bundles fertig. Du kannst übrigens auch einfach, wenn du nicht den Slime weggeben willst, einfach einen von den Dark Energy. Wir haben jetzt einen Dings. Ja, ja. Dann hebe ich die Schleims lieber auf. Ich glaube, ich habe eine unten reingepackt. Auch wenn wir später sehr viel von den. Also, die darfst du niemals wegschmeißen, wenn es nicht sein muss. Die Solar- und die Schattenessenzen. Weil man die später für den für das Iridium Band braucht. Ne, die lagere ich immer. Ach, Suki. So, dieser. Oh, Suki. So, soll ich deine große Meisterschleuder auch entsorgen? Die kannst du entsorgen, ich werde sie niemals nutzen. Okay. Dann werde ich jetzt alles, was Gunther gebracht werden kann, mitnehmen. Und die Magma-Geode, brauchen wir die? Da könnte Quarz drin sein. Also vom Schmied. Ja. Ich wollte nur wissen, ob wir die für irgendwas abgeben brauchen. Diamanten! Nee, nicht das da, sondern... Da, Gunther hat von Jade noch eine Stadt zählt. Gunther hat von davon noch nichts. Gefrorene Träne, Diamant, auch wenn das doof ist, aber die geben wir jetzt einfach alle ab. Achso, ich habe noch nicht gegossen. Oh je. Warte mal, erstmal das da. Nein, nicht P. I. Das ist das Cheat-Menü. Ich habe zu viele Cheat-Menüs, sorry Leute. Was nee, das da. Um Sachen wegzuschmeißen, die wir nicht brauchen. Achso. Und weil ich ein fucking Hacker bin. Hackerman. Hackerman! Na. Hat er nicht gesagt, oder? Mavi? Das hast du nicht gesagt. Was? Hackerswan? Hackerswan. Mittel zum Swag. So. Ja, warum hab ich denn das gemacht jetzt? Ich nehme auch mal die großen Steine mit. Mach das. Irgendwann hat man gesagt, das lohnt sich. Ja. Ich glaube, 6 Schläge hast du gerade dafür. Rocket Man.
Genau, was kosten uns die Dings eigentlich? Der Eisen, einen Goldbarren und einen verfeinerten Quartz. Bewässert um jeden Morgen 8 Felder um sich herum. Ja. Da kriegt man zwar keine großen Sachen mehr raus, aber es lohnt sich trotzdem. Das lohnt sich für alles außer Melonen und Dingsies. Ja. Aber tatsächlich baue ich auch für Melonen, Schrägstrich, Pumpkins, Schrägstrich, Blumenkohl, Kürbis heißen die auf Deutsch. Aha. Diese Regner nicht einfach und fertig ist. Ja, da du aber sowieso nächstes Jahr mit Mais und Kaffeebohnen arbeiten willst, lohnt sich das. Nee, mit Mais nicht. Mais mache ich nur jetzt gerade, weil es so Ding. Kaffeebohnen mache ich nächstes Jahr im Frühjahr ganz viele. Da lohnen sich die Teile schon. Ja, dann bei den anderen hast du halt die Blueberries und Cranberries rollen einfach. Genau, Cranberries ist super gut im Herbst. Blueberries im Sommer, ja. Aber Cranberries im Herbst lohnen sich richtig. Deswegen lasse ich eigentlich, einfach um mehr Zeit für andere Sachen zu haben, lasse ich einfach die Dingsens stehen. Was hältst du davon, wenn ich meine... Nee, Gießkanne kann ich nicht. Doch, kann ich machen. Ist zwar morgen mehr Arbeit. Will ein Upgrade für meine Gießkanne machen. Ja, wir haben 10.000. Eben. Gönn dir. Pilzebene. Welche Ebene? 87. Schade, lohnt sich nicht. 86 hätte sich gelohnt. Wofür? Wobei, du kannst ja jederzeit wieder raus und runter gehen. Das lohnt sich das doch. Vielleicht. Ja. Ich weiß nicht, ob es im Multiplayer dann überhaupt lohnt. Na, im Singleplayer gehst du einfach, wenn du zum Beispiel die 86 hättest, gehst du wieder hoch und gehst wieder runter auf Ebene 85 und dann gehst du 86 oder so runter. Und dann, achso, das lohnt sich auch erst, wenn man Sammeln auf Stufe 10 hat. Ich habe Müll bekommen. Hardwood! Zwei Stück. Hardwood, if you could. Oh Gott, der Area ist infested. Ah, warum mach doch nicht sowas Spiel? Ich brauch ein besseres Schwert. Neue Belohnung. Du kannst dann auch bald die Belohnung abholen. Ah, ja. Ich erstmal überleben. Mal dahin. Scapula. Mein Schwert ist zu schwach für die Gegner hier. Feuerquartz! Das heißt, wir können die Minenkarren aktivieren. Heute noch, oder? Theoretisch. Hast du alles schon hingebracht? Nee. Mach mal. Geht gerade nicht, ich bin gerade hier. Aber das wäre schon ziemlich cool. So. Erst die Geoden aufbrechen und danach die Werkzeuge verbessern. 89, komm. 90 schaffe ich jetzt noch. Hey, eine neue Leaf Road. Donnerei. Led Road. Nein, die führt mich irgendwo hin. Ein Leaf Road. Led ist, was ist ein Led? Blei. Ist es Blei? Ja. Ich dachte, Plumbum ist Blei. Das ist Latein. Nee, Blei. Latin ist Latein. Ich habe eine Bombe gekriegt. Ich kann Sachen in die Luft sprengen. Stirb! Schleim! Boom! Das ist ein Boss-Schleim, der stirbt nicht so schnell. Aber das lohnt sich, den zu töten. Ich gehe trotzdem runter. Obsidian Edge. Obsidian Edge? Ja. Ich freue mich. Ich mag die Obsidian Edge. Die habe ich meistens benutzt, glaube ich, bis... Die ist das Schwert, was man nutzt, bis man das Galaxy Sword kriegt. Ja. So. Es sei denn, man mag Dagger, wo ich niemanden kenne, der die mag. Mehr. Achso, warte mal, dann. Dann kann ich ja. Ernsthaft? Kann ich jetzt ernsthaft, Gunther? Nicht Gunther, ich denke hier. Ich war bis 16:30 da drin, weißt du? Und, Kann ich die Iron Edge verkaufen? Dachte, ich bringe das schnell weg, aber nein. Den muss ich auch spenden. Ne, die kommen eigentlich da runter, die Dinger. Na, egal. Wo bist du jetzt gerade? Da. Okay. Bei Günther. Schaffst du es heute noch, das Zeug alles hinzubringen? Na klar, aber ich kann heute nichts mehr bei... Dann haben wir morgen schon die Dinger fertig. Idiotus McMaximus abgeben. Was kriegen wir denn? Eine Sammlervogelscheuche, einen singenden Stein, eine Obsidianvase und ein Skelett. Na Mensch.
Ich bringe den Feuerquarz unten in die Kiste rein. Du musst sowieso lange mal vorbeikommen. Da kommen wir übrigens auch schneller zu Gunther und zum Schmied. Ja, das ist gut. Ich gehe schnell nach Hause und dann. Achso, du kannst das ganze Zeug da hinbringen. Ich kann das nicht abgeben. Ah, Indiana Jones mäßig. Mhm. Hast du das hier schon oben reingeschmissen? Das meiste ja. So gut Kupferbahn wegnehmen. Aber die Barren, die Goldbarren und Eisenbahn habe ich noch nicht da reingemacht. Kann ich machen. So, heute ist der zweite Tag, ne? Regenbogen! Brauchst du noch was? Geld. Hattest du den Earth Crystal schon reingepackt? Nee, ich glaube nicht. Das haben wir. Moment. So, das hat keiner gehört. Außer der Wardrock. Ja, der Earth Crystal fehlt noch. So, und den ganzen Schmarren packe ich auch mal hier hin. Singende, klingende Bäumchen, eine Sammlervogelscheuche. Earth Crystal hast du jetzt schon genommen? Nein, noch nicht. Okay, ich habe nur einen. Ich hab einen bei mir, ja. Bin nicht gelaufen, weil du ja sowieso schon unten standest. So, die Sachen verkaufen wir. Verkaufen, egal. So. Das wollte ich da reinmachen. Können wir uns mal entscheiden, wo die Refined Quarzes hinkommen? Hier oben, dort zu den normalen Quarzes. Bei Edelsteinen sind auch noch welche drin. Ja, die hast du immer da reingepackt. Ne, nicht zu den Edelsteinen. Ja, schon. Na, ich zu dir gesagt, pack die bitte nicht da rein, sondern oben rein. Ne, ich hab die hier reingemacht, bei den Rohstoffen. Würde ich jetzt auch behaupten. Ach, selber Schnauze. So, warte mal, was brauchen wir denn jetzt dafür alles? Haben wir da jetzt alles? Ja, ich glaube ja, ne? Ja, warte. Ich mach auf und guck so, was wir da haben. Okay. Okay, wir brauchen... Hab ich. Okay. Wir brauchen... Hab ich. Okay. Und wir brauchen... Hab ich. Okay, dann los. Okay, ich lauf los. Jetzt geht's los. Ich spiele übrigens Binding of Isaac. Spielen! Du! Okay. Achso, ich hätte mit zwei Pilzen, die kann ich verkaufen. Oder brauchst du einen Red Mushroom auch noch? Nee, ich glaube nicht. Achso, gehen wir in die Mushroom Cave. In unsere kleine Höhle. Pilze verkaufen? Gehen wir in unsere kleine Höhle. Ich sammle die erstmal nur, aber gut, später. Meinst du da hinten im Schatten? Da hinten im Schatten, ja. Aus dem kann man jeweils nämlich im Seedmaker ja Fall Seeds machen. Aus den normalen? Aus dem Brown Mushroom. Oh, das ist awesome. Oder Common Mushroom heißt der. Ja. Spindel, Abenteuer, fertig. Also kriegst du die ganze Belohnung gleich wieder. Ja! Hey, hier kriegst du noch eine Schleuder. Einen kleinen Magnetring, wow. Den brauchen wir nicht mehr. Bündel, Geologe, ich kann es vor allen Dingen diesmal ordnen, weil ich alles gleichzeitig abgebe. Na Mensch. Yay, Bündel komplett. Irgendwann kriegen wir, glaube ich, noch Miners Nahrung oder sowas. 5 Omnigeoden. Miners Treat meinst du? Ja, Miners Treat dafür. Weiß nicht. Nicht alles exakt geben. Na, ich kann sowieso nur einen abgeben, aber. Bündel komplett, yay! Was kriege ich dafür? Ein Ofen. Ja. Ah, dann haben wir 4 Öfen, auch nicht schlecht. Flap, 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 flap. Das ist jetzt vielleicht nicht gut. Doch, das ist gut. Die Zeit läuft nämlich weiter. Wir sind die Unimos-Hüter des Waldes. Yay, Unimos. Die Frist lässt mich durch. Cookies. Da stand eindeutig Cookies. Wir sind die Cookie-Mos. Was? Wo ist ja. Denn? Dahin, um die Winterroot noch abzugeben. Ja, hier konnte ich es zum Beispiel nicht, weil ich die Winterroot erst später hatte. Die Snowjam. Snowjam kann man auch kriegen in dem Weihnachtsding, aber die andere Frucht nicht. Hm. In dem Weihnachtsding. Du bist schon so ein Weihnachtsding. Wir haben jetzt 4 Öfen. Ja. Das heißt, immer mal 20 Erze rausnehmen. Das ist very great. Wer ist Gretchen? Es wird übrigens spät, ne? Es wird spät. Rocket Sven! La 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 la. Zeit, dass wir Pferde bauen. Bitte was?
Seit wann baut man denn Pferde? Also ich hab ein Pferd gebaut. Ich hab ein Pferd gebaut. Du kannst einen kleinen Magnetring da reinschmeißen. Können wir gleich verkaufen, oder? Ja, können wir machen. Ah. Wir müssen heute noch irgendwas verkaufen. Hast du irgendwas zum Verkaufen reingeschmissen? Ja, zwei Pilze. Okay, ich hole sicher jetzt aber nochmal das rein. Weil das kann ich da nicht reinhauen. Und? Haben wir Schönes? So. Bei dir ist es viel heller als bei mir. Ja. Das ist sehr witzig. Bei mir ist nachts, bei dir ist tagsüber. Level 4 Mining. So, ja. Was haben wir bekommen? Für die Minenarbeit ganz schön viel, obwohl wir gar nicht so viel aus der Mine geholt haben. Das ist aus den Geoden da. Ja. Das Donnerei bringt 100 nur, Kyanit 200. Sternscherben bringt ziemlich viel. Aber die kann man nur aus den Geoden bekommen, glaube ich. Ansonsten kriegt man die gar nicht. Ja. Und damit, mit diesem ganzen Money, würde ich sagen, war es das auch für heute. Morgen machen wir weiter am Tag 18 im ersten Jahr. Bis dahin und tschüss. Ciao.